Leute, habt ihr Bock auf eine Shopping Mall, so eine typische amerikanische Shopping Mall bei schlechtem Wetter draußen und eventuell vielleicht noch einen kleinen Besuch beim Weihnachtsbaum, beim Christmas Tree vom Joe am Weißen Haus? Dann schaut euch den kleinen Exploring Washington Vlog an. Frankie Exploring Washington Vlog. Also, ich glaube, es lohnt sich. So ein paar USA-Eindrücke wieder. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, ihr seht, dass das Wetter extrem bescheiden ist hier in Washington D.C. Wir haben zwar 14 oder 15 Grad, irgendwie sowas, aber Nieselregen oder so zumindest so eine Art hohe Luftfeuchtigkeit, Dunst und alles. Jetzt habe ich heute frei und eigentlich wäre ich heute in New York gewesen, aber ja, Holgers Family hat es dahin gerafft und Holger auch, die liegen alle flach. Und ich hätte ja bei dem übernachtet und da wollte ich mich nicht noch anstecken, bevor nächste Woche die Irish Lady kommt zu Besuch hierhin. Und da habe ich einfach meinen Flixbus storniert und habe gesagt, das verschieben wir auf Ende Dezember. New York läuft ja nicht weg. Und es macht schon auch Sinn, weil auch in New York ist das Wetter eher bescheiden. Na, was mache ich heute? Ja, ich laufe gerade von meinem Haus mal wieder zu meiner geliebten Bushaltestelle. Busfahren, ja, ist nicht gerade das Geilste, aber ich habe immer noch keinen amerikanischen Führerschein, warte noch da drauf. Was mache ich heute? Ja, wir werden mit dem Bus in die Stadt fahren und dann mit der Metro nach Pentagon City rüber. Und da soll es eine große Mall geben und das ist, glaube ich, bei dem Wetter hier gar nicht so verkehrt. Und hier sieht man mal wieder ein bestes Beispiel, wie gut die Amerikaner Auto fahren können. Denn die, glaube ich, haben manchmal den Führerschein irgendwo in der Lotterie gewonnen. Da gibt es auch ziemlich wenig Fahrstunden. Da wird, glaube ich, irgendwo auf dem Verkehrsübungsplatz einmal vorwärts, einmal rückwärts gefahren, einmal im Kreis. Und ja, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber die haben nicht ganz so viel Fahrerfahrung wie wir in Europa oder in Deutschland. Anyway, Bus kommt um 13.41 Uhr, der D6-Bus, der einmal quer durch die Stadt fährt. Und dann fahren wir von der Farragut Station mit der, ich glaube, Red Line oder so, Richtung Pentagon City. Das Ganze kostet $2, ist also überschaubar. Ich nehme euch mit und gucke einfach mal, ob das einen schönen Vlog hier heute gibt. Aber das nehmen wir einfach mal wieder als Exploring Washington. Und heute sind wir mit dem Pocket 3 unterwegs. Ich habe die Insta 360 Ace Pro auch dabei, falls ich irgendwelche interessanten Sachen noch dafür finde. Aber heute wird einfach mal mit dem Pocket 3 gevloggt. Also, erstmal Bus, dann U-Bahn, dann Pentagon City. Ja Leute, so sieht's aus. Aufgrund von Krankheit der Busfahrer, denn jetzt hier gibt es auch eine recht große Erkältungswelle in Washington, fährt der Bus jetzt nicht und der nächste wird wohl in einer Stunde so kommen. Das heißt also für mich Uber. Uber ist hier in Washington ein bisschen günstiger wie in New York. Also ich zahle jetzt hier, Moment. Ich zahle jetzt für den mit dem Uber zu Pentagon City $12. Das ist okay, sage ich jetzt mal, auch für das Wetter hier, weil normalerweise bei Regen immer ein bisschen teurer ist. Aber ich sage jetzt mal, das gönne ich mir halt jetzt, weil ich muss ja irgendwie da hinkommen. Dann werden wir wohl hoffentlich auf dem Rückweg mit der Metro fahren können und dann vielleicht auch noch einen kleinen Abstecher zum Weißen Haus machen und dem Joe seinen Weihnachtsbaum gucken. Schauen wir mal. Jetzt warten wir erstmal aufs Uber. In 3 Minuten ist er da. Der Die Winder mit einem Toyota Camry Hybrid. Hallo. Problem.
No problem at all. Okay, danke schön. Nice for your ride, thank you. Okay, danke schön. Have a nice day. So. Ja, das war doch echt nett. Ne? Also wie gesagt, Uber fahren hier in Washington ist wesentlich günstiger als Uber fahren in New York. Das war wesentlich teurer. An so einem regnerischen Tag in New York hättest du mal gerade locker das Doppelte bezahlt. So, wir sind gerade eben auch am Pentagon vorbeigefahren und ihr seht, das Wetter ist echt bescheiden. Und wir gehen jetzt mal ja, hier in die Mall rein. Hier ist auch ein riesen Macy's. Guck jetzt mal dieses das Ding da an. Kann ich auch mal scharf stellen. So. Ja, riesen Macy's im Hintergrund. Also echt krass. Gut, wir gucken mal und ich nehme euch natürlich mit. Ich würde mal sagen, Malls können die Amerikaner, können die Amis. Ne? Das ist ein Riesending hier. Ich meine, da gibt es natürlich noch größere, die werde ich euch auch mal zeigen. Potomac Mills nennt sich das zum Beispiel. Aber hier ist das eigentlich ganz schön gemacht, ne? So ein bisschen so Einkaufscenter-mäßig in mehreren Etagen. Und hier wirklich gibt es alle Shops, ja, die mehr oder weniger, die lassen keine Wünsche offen. Hier ist zum Beispiel ein Riesen. Ich war immer früher ein ganz großer Fan von Superdry. Hier ist ein riesen Superdry-Shop. Ja, Superdry-Shop. Und ja, mittlerweile sind mir manche Sachen ein bisschen zu bunt, aber man findet immer noch was. Und ja, fürs leibliche Wohl ist hier auch gesorgt. Wenn ich mir hier unten mal so die ganze Food Mall da unten angucke, da ist auch alles gut besetzt. Dann ja, kann man nur sagen, bei schlechtem Wetter ist so eine Mall natürlich immer einen Besuch wert. Also da oben ist auch Litz zum Beispiel. Litz ist, warte, ich drehe euch mal, oder beziehungsweise ich drehe mich mal. Da ist Litz. Mal gucken, ob ich das scharf stellen kann. Ups, nee, so starten. Und da kriegst du zum Beispiel so Football-Trikots und so ein Kram. Wirklich cool. Wir gehen mal weiter und gucken mal, was es hier alles zu exploren gibt. Thank you.
einziger Konsumtempel. Hier in Macy's war ich jetzt mal drin. Macy's hat immer eine sehr, sehr gute Auswahl. Aber es sind natürlich auch nicht gerade die Billigheimer. Aber die haben natürlich hier richtig gute Marken am Start. Vielleicht werde ich mir da zu Weihnachten noch was gönnen. Aber es wird jetzt mal Zeit, unten mal den Food Court zu exploren. Und dann geht es auch eigentlich schon wieder zurück. Und ich wollte mir ja noch den Weihnachtsbaum vom Joe angucken. Mal schauen. Sagen wir Tschüss, Pentagon Mall. Wir fahren jetzt mit der Metro Richtung Weißes Haus. Durch gucken, was das für eine Linie ist. Und dann gucken wir uns vielleicht noch den Christmas Tree vom Joe an. Und heute Abend wollte ich noch einen Burger essen. Deswegen bin ich hier ja, nicht wach geworden. Obwohl es hier natürlich eine ganze Menge geile Sachen gab zum Essen. Ja, aber so typische, ja, typischer amerikanischer. Ja. McDonald's war übrigens auch da. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe immer noch nicht bei McDonald's gegessen. In einem ganzen Jahr New York nicht und seitdem ich in Washington bin auch noch nicht bei McDonald's gegessen, auch nicht bei Burger King, weil da gibt es einfach bessere Sachen. So, wir gehen wieder raus zur Metro und dann hören wir uns dann nochmal wieder. Ja, hat der Pocket 3 auch ein ziemlich gutes, geiles Firmware-Update bekommen. Da gibt es jetzt erstmal Log-Profil für 4K 120, wer es braucht. Und man kann mittlerweile den Ton von beiden Mikrofonen aufzeichnen. Einmal von dem DJI Mic 2 und dann den Außenton, also sozusagen von den internen Mikrofonen. Da könnte man rein theoretisch, wenn man so eine Art Interview-Situation hat, vielleicht so ein bisschen mit rumarbeiten. Dann ein paar Verbesserungen. Ich glaube auch, das DJI Mic 2 hat einen besseren Klang bekommen. Das werden wir aber testen, weil ich war mit dem Klamm, mit dem automatischen Einstellungen da nicht sehr, wirklich zufrieden. So, wir müssen jetzt hier in welche Richtung? Ja, ich laufe hier einfach los. Ja, genau, wir müssen in die Richtung. Wie geil. Da ist das Weiße Haus, aber egal. Mal gucken, wie der Weihnachtsbaum vom Joe aussieht. Ja, was hier täglich stattfindet, ich habe jetzt mal die internen Mikrofone vom Pocket genommen. Vom Weißen Haus, zumindest an der Nordseite, sind immer irgendwelche Demonstrationen. Heute sind mal wieder die Ukrainer dran, ne? Durchaus berechtigtes Anliegen, dass die jetzt
in der Gaza-Krise, die trotzdem noch unterstützt werden, aber ich gehe mal davon aus. Wir müssen aber auf die andere Seite, in den President's Park. Da hoffe ich, dass es ein bisschen ruhiger ist. Und da sind wir auch schon auf der Südseite vom Weißen Haus im President's Park. Und wenn ich mich mal drehe, dann seht ihr, da ist der National Christmas Tree, der von Joe. Also ich muss sagen, der am Capitol gefällt mir besser. Werdet ihr auch noch sehen, mache ich mal ein Fotowalk. Ich meine, der wirkt natürlich jetzt, weil es noch nicht ganz dunkel ist, jetzt nicht so toll. Wir drehen aber mal eine Runde. Ja, interessanterweise hat ja jeder Bundesstaat hier so einen kleinen Christmas Tree stehen und da sind dann auch hier so, ja, so typische Sachen für den Bundesstaat drauf. Ne, hier haben wir jetzt zum Beispiel Kentucky, Louisiana, ne, Louisiana, und da haben wir dann auch hier so einen Saxophonspieler, Maine, hier, ich drehe euch mal. Ja, Maine, da ist der Lobster zum Beispiel am Start. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Und ich drehe euch mal wieder. Umringt dann am Ende von, ist dann dieser große, der National Christmas Tree von diesen ganzen kleinen Weihnachtsbäumen. Das sollte man einfach noch mal im Dunkeln sehen. Das werde ich aber tun, weil nächste Woche kommt die irische Lady und dann wird es noch ein Video im Dunkeln geben. Was ich natürlich auf jeden Fall noch machen möchte, weil normal wäre ich ja in New York. Ich gucke mir den New York Tree an und filme den für euch mal ab, so als kleines Goodie noch am Ende. Ja, ich bin erstaunt, wie wenig Leute hier sind heute. Gut, Wetter ist jetzt nicht so geil, aber da ist er, der National Christmas Tree. Und das ist auch eine wunderbare Stelle für eine Abmoderation. Wir waren shoppen, beziehungsweise ich habe nichts geshoppt. Wir haben uns mal ein Shopping Center angeguckt. Und ja, wir waren hier unten am National Christmas Tree mit den ganzen vielen kleinen Weihnachtsbäumen. Und hier im Hintergrund nochmal, ne, da seht ihr die kleinen Weihnachtsbäume, das Washington Monument. Ja, ich würde sagen, hier kommen wir nochmal im Dunkeln hin. Und jetzt nehme ich mal die Fuji aus der Tasche und das 33 Wildrox 1.4 und mache noch ein paar schöne Bilder. Wenn es ein paar schöne gibt, dann werden die noch hinten dran gepackt. Sonst war es das für den Vlog Exploring Washington wieder hier mit Frankie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden bald weitere Videos kommen, Vergleichsvideos, Ace Pro und so weiter. Und ja, auch vielleicht ein bisschen was mit der Irish Lady. Und ja, mal gucken, was alles so geht. Drohne fliegen will ich auch mal irgendwann, aber da fehlt mir am Ende des Tages immer noch der Führerschein für. Ich brauche halt einen Führerschein, um hier ein Auto fahren zu können. Ich meine, ich kann zwar ein Auto leihen mit dem europäischen Führerschein, aber eins hier besitzen, da muss ich für die Versicherung einen, ja, hiesigen Führerschein haben und da hoffe ich, dass er diese Woche kommt. So, Leute, das war's. Macht's gut, haut rein und wenn alles gut läuft, ist das Video hier zum zweiten Advent draußen und dann wünsche ich euch auch einen schönen zweiten Advent. Haut rein und tschüss.